für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Dauer der Arbeitszeit ist so zu bemessen, dass dem Arbeitnehmer ausreichende Zeit zur Erholung und zur Teilnahme am kulturellen Leben zur Verfügung steht. Normalarbeitszeit, Pausen, Freizeit und Urlaub bedürfen gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen nach Maßgabe neuzeitlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse. Sonntage und gesetzliche Feiertage gelten als Ruhetage. Ich glaube, darüber sind wir uns erstmal grundsätzlich einig. Bemerkenswert ist nur, wo kommt dieser Satz her, den ich eben gerade verlesen habe? Diese Zeilen stammen aus den Düsseldorfer Leitsätzen, die die CDU 1949 auf den Weg gebracht hat. Um es mal ganz deutlich zu sagen, da gab es sie noch gar nicht in der Form. Und insofern sind wir da schon weit entsprechend vor ihrer Zeit entsprechend auch aktiv geworden. Auf der Basis eben solcher wissenschaftlicher Erkenntnisse, und das ist bis heute so geblieben, wurde das Arbeitszeitgesetz gestaltet, das als Schutzgesetz im Wesentlichen der Gesundheit der Beschäftigten dient. Bei tarifgebundenen, genauso wie bei nicht tarifgebundenen Arbeitgebern. Das Arbeitszeitgesetz begrenzt die höchstzulässige Arbeitszeit auf 8 Stunden täglich. Das haben Sie ja eben gerade auch ausgeführt. In Ausnahmen dürfen es auch 10 Stunden sein. Aber nur dann, wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten, und das haben Sie nicht gesagt, oder innerhalb von 24 Kalenderwochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Als weitere wesentliche Punkte werden die Ruhepausen und die Ruhezeiten geregelt. Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben. Darüber hinaus gibt das Arbeitszeitgesetz die Möglichkeit für abweichende Regelungen in Tarifverträgen, haben Sie auch gesagt, allerdings nur dann, wenn es sich hierbei um Arbeit, insbesondere um die Frage von Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdiensten handelt. Es gibt also eine Begrenzung der täglichen Arbeitszeit auf 8 bis 10 Stunden. Die gibt es, weil nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die Unfallgefahr nach 8 Stunden deutlich ansteigt. Deshalb die Tagesgrenzwerte. Mit der Regelung 8 bis 10 Stunden und den Ausgleichszeiträumen, die ich auch genannt habe, ist es sinnvoll, eben auf die 8 Stunden pro Tag zu kommen. Das ist das Ziel dieser Ausgleichsregelung. Man wird den Ansprüchen der Gesundheit, damit der Arbeitnehmer und den Ansprüchen der Betriebe gerecht, die bei wechselnden Auftrags- und Aufgabenlagen natürlich flexibel reagieren müssen. Das haben Sie bei Ihrem Antrag völlig vergessen, glaube ich. Wenn Sie die Höchstarbeitszeit in der Woche von 48 auf 40 Stunden senken, sind die Betriebe nicht mehr flexibel. Und wenn die Betriebe nicht mehr flexibel sind, gehen Arbeitsplätze möglicherweise in Deutschland verloren. Und deshalb schon alleine aus dem Grunde kann man das in der Form, wie Sie das machen, nicht machen. Denn es geht erstens darum, den Beschäftigten bestmöglich vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen und zweitens darum, wirtschaftlich arbeitende Betriebe zu haben. Und wenn das mit den 40 Stunden tatsächlich so kommt, dann sehe ich für unsere Wirtschaft in Deutschland im Vergleich zum Rest der Welt entsprechend auch schwarz. Nun basiert Ihr Antrag auf einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage zu der Frage, wie viele abhängige Beschäftigte überlange Arbeitszeiten hatten, also normalerweise Wochenarbeitszeiten von 49 Stunden oder mehr leisten, antwortete die Bundesregierung, dies waren rund 2 Millionen abhängig Beschäftigte, was einen Anteil von 5,6% entspricht. Die Daten stammen aus dem vom Statistischen Bundesamt durchgeführten Mikrozensus und beziehen sich auf das Jahr 2012. Damals waren es 35 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Aber natürlich muss man sich hier die Frage stellen, warum es bei den Regelungen im Arbeitszeitgesetz, die auf eine durchschnittliche Arbeitszeit von 8 Stunden pro Tag abzielen, zu solchen Ergebnissen kommt. Die Frage stellen wir uns auch. Dazu braucht man aber Antworten auf Fragen, die der Mikrozensus wiederum nicht liefert. Und zwar, welche Berufsgruppen sind im Wesentlichen eigentlich betroffen? Wie wird in Betrieben von Arbeitgebern und von Beschäftigten, wird dort genügend auf die Arbeitszeitgesetze geachtet?
Achten die Aufsichtsbehörden der Länder ausreichend auf die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes? Welche Ausnahmeregelungen tragen denn zu diesem Ergebnis bei? All diese Fragen sollten wir uns erst mal beantworten, bevor wir solche Anträge stellen. Und bedacht werden muss zudem, dass es für die Beschäftigten manchmal auch persönlich wichtig ist, eine Aufgabe zu erledigen. Und das kann man manchmal auch in der Woche nicht bei 40 Stunden. Mir ist es jedenfalls so in meinem Berufsleben gegangen. Sich seine Arbeitszeiten selbst einzuteilen und Aufgaben abzuschließen, kann nämlich durchaus motivierend wirken. Jedoch sollte das nicht die Schutzvorschriften des Arbeitszeitgesetzes über die Schutzvorschriften hinausgehen. Dafür Sorge zu tragen, ist insbesondere eine Frage der Betriebskultur. Weiterhin behaupten Sie in der Linksfraktion, das haben Sie eben ja auch noch mal getan, der Arbeitstag kennt für viele kein Ende mehr. Das mag für den einen oder anderen tatsächlich so sein. Da will ich Ihnen durchaus in dieser Sache für die, die ich eben gesagt habe, entsprechend auch recht geben. Doch das ist schon eine sehr dramatische Interpretation dessen, was in Deutschland ist. Und wenn wir uns die Ergebnisse vom Statistischen Bundesamt anschauen, dann sind wir, möchte ich das auch noch mal tun, nur aus einem anderen Kontext heraus. 1996 waren es durchschnittlich 40 Stunden die Woche, die ein Vollzeitbeschäftigter gearbeitet hat. In 2011 waren es 40,7 Stunden und in 2015 40,5 Stunden. Damit liegen die deutschen Vollzeitbeschäftigten durchaus im europäischen Durchschnitt, der laut Eurostat 2015 bei 40,3 Wochenstunden lag. Also insofern durchaus im Mittel der Beschäftigten in Europa. Also ein Zwischenfazit. Wir haben schon ein sehr ausgewogenes Gesetz. Es schützt die Gesundheit der Beschäftigten durch kluge Leitplanken, trägt in einem ausgewogenen Maß zur Wirtschaftlichkeit unserer Betriebe bei und öffnet Möglichkeiten für sozialpartnerschaftliches Handeln. Letzteres führt zu vielen Arbeitszeitmodellen in den Betrieben, die auch die Zeitsouveränität der Beschäftigten verbessern. Im Bereich der Schichtarbeit werden ebenfalls längst Betriebsvereinbarungen abgeschlossen, die die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigen. Das ergab unter anderem auch eine Kurzauswertung der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahre 2010. Kurzum, die Linksfraktion läuft nach unserer Auffassung mit ihrer Forderung dem Trend hinterher. Die Sozialpartner schaffen längst mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten. Nebenbei, auch der Gesetzgeber leistet seinen Beitrag. Stichworte dazu sind das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, Teilzeit- und Befristungsgesetz oder die Regelung des vierten Buches Sozialgesetzbuch zu Wertguthaben. Eine Anti-Stress-Verordnung ist dagegen kein sinnvoller Beitrag. Das haben Sie auch in Ihrem Antrag drin. Sie mag öffentlichkeitswirksam sein. Etwas macht da etwas her, überhaupt keine Frage. Nur bringt sie uns weiter, wenn es um psychische Gesundheit der Arbeitnehmer geht. Meine Erfahrung ist da durchaus eine andere. Es geht in den Betrieben in erster Linie mal darum, mit den Mitarbeitern Gespräche zu führen, und gleichzeitig die Gefährdungsbeurteilung eben auf den Weg zu bringen. Das bringt den besten Erfolg entsprechend auch bei der Vermeidung von psychologischen Belastungen, die möglicherweise auch am Arbeitsplatz entsprechend entstehen. Berufsbedingte Belastungen können also so frühzeitig erkannt und abgebaut werden. Gesundes Arbeiten hat also viel mit der Betriebskultur entsprechend auch zu tun. Entscheidend sind also keine neuen Regelungen. Entscheidend ist, dass wir die bisherigen umsetzen und daran arbeiten, dass wir das entsprechend auch tun. Letzter Werbeblock. Die ehemalige Bundesarbeitsministerin Dr. Ursula von der Leyen gab bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ein Projekt in Auftrag, das Anfang 2014 unter dem Titel Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt wissenschaftliche Standortbestimmungen startet. Seit Juli diesen Jahres liegen erste Zwischenberichte vor, und die den jeweiligen Stand der Erkenntnisse in vier Themenfeldern darlegen, mit dem fertigen Abschlussbericht und den Handlungsempfehlungen für betriebliches Gesundheitsmanagement und den Arbeitsschutz ist im Jahre 2017, Mitte 2017 zu rechnen. Wir sind für wissenschaftliche Begleitung der Arbeitsschutzgesetze, und dazu zählt eben auch das Arbeitszeitgesetz. Hierfür treten wir als CDU-CSU-Fraktion entschieden ein. Herzlichen Dank.
Das Wort hat die Kollegin Beate Müller-Gemmeck.